Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu I Wanna Be the Bashi. Ja, letztes Mal haben wir hier so ungefähr Zubat gefangen, weil wir zu awesome für ihn sind. Und ja, mache ich jetzt mal weiter hier. Oh, Mann, toll. Ihr seht diese sportlichen jungen Männer, die mir hinterherlaufen. Upsala. Oh nein. Ich nudel euch alle irgendwann. Irgendwann ist es soweit. Irgendwie bin ich heute schlecht gelaunt. Fragt nicht warum. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gestern. Warum? So? Okay. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gestern Abend schon bei Bashi. Ich hab's ja noch nicht ganz durch. Aber ich spiele es gerade parallel auf einem anderen Spielstand und versuche es schon vorher durchzukriegen. Da habe ich gestern circa 5 Stunden gegen einen einzigsten Endgegner gekämpft und ich habe ihn immer noch nicht besiegt. Ich habe ihn einfach nicht besiegt nach diesen 5 Stunden. Oh, das war gut. Es ist einfach zu viel. Es ist unglaublich, wie kacke diese Bosse noch werden hier. Als ich noch Noob, also richtig, richtig scheiße in diesem Spiel war. Da habe ich noch gegen Ryu andauernd verloren, den ich am letzten Part erfolgreich down gemacht habe. Nein. Na komm. Na komm. Na komm. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal wieder Boschi auf, weil meine Eltern sind nicht zu Hause und da kann ich ja ein bisschen rumschreien. Na komm. Na komm. Na komm. Passt. Ich habe gesagt, passt. Gut. Eigentlich kann ich hier rechts rüber gehen, aber oh, unten gibt es noch ein Secret. Und das will ich ja nicht verpassen. Boah, es ist zum Kotzen, wenn man immer direkt stirbt, nachdem man geladen hat. Ah. Oh, fick dich doch. Deine Mutter. So. Jetzt dürfte ich's haben. Scheiß. Dreck. Gut, geht doch. Na, ist immer ein bisschen fluchen, dann funktioniert das alles ordnungsgemäß. Passt doch. Sehr schön. Freue mich, freue mich, freue mich, freue mich, freue mich. Wickworld CD. Okay, dann wollen wir das mal nicht austesten, weil ich möchte nicht wissen, was das ist. Ich habe auch keine Ahnung, was es sein könnte. Und wir haben schon Freitag. Übermorgen geht die Schule wieder los. Worauf ich mich freue. Und ich habe für die Let's Play Your Game Challenge noch kaum angefangen. Na komm. Alter. Trifft doch. So, hier. Hier. Dann lade ich mal wieder. Das ist eigentlich ein mieser Trick, weil eigentlich ist das ja gecheatet, sage ich mal. Hallo, kann man hier nirgendwo mal stehen, ohne zu sterben oder. Ah, geht doch. Passt so. Eigentlich ist das Cheaten, aber pff. Ist mir doch egal, ich spiele den Noobie-Modus, da darf man sowas. Das hier ist genauso doll cheaten eigentlich im Grunde. Ja, ihr merkt, dass ich gerade ein bisschen still war, weil ich musste mich mental auf diese Stelle hier einstellen schon. Ich sage schon mal, später im Spiel wird es keine Rolle mehr spielen, ob ich harten Modus oder Pussy Modus spiele, weil da ist alles genau gleich. Ich hab mir das schon angeguckt, das ist alles genau gleich. Na komm. Alter! Okay. Gut. Naja, immerhin, immerhin, immerhin.
Dieser Ball, den ihr da unten rechts seht, der ist sozusagen wir. Also wir sind zweimal hier und müssen sozusagen zweimal aufpassen, dass wir nicht sterben, ey. Also an zwei Stellen aufpassen, dass wir nicht sterben, so rum. Genau. Spring doch einfach in die Zicke rein, Boschi. Ja, genau. Genau. Bring diesen roten Punkt gleich zum Schweigen. Noch Mann! Alter! Was soll denn der Scheißdreck jetzt hier? Ja. Genau. Oh, genau. Oh, ich krieg das Kotzen. Komm her. So, komm. Jetzt Konzentration. Sehr schön. Nein! Scheiße! Oh. Da war. Eigentlich war das schon geschafft, das Schlimme, weil das hier ist eigentlich das einzigste Schlimme. Oh, ich. Nein! Ja, jetzt leckt's auch noch. Wie soll ich das denn machen? Mit Lex. Deine Mutter kann das mit Lex machen, höchstens. Ah. Aber ich bin da raus. Tut mir leid. Ich kann das nicht. Oh, es hat geklappt. Ach du Scheiße, es hat ge. So. Jetzt vorsichtig. Ja, geht doch. Dazu muss ich kurz was sagen. Da gibt's in einem Secret Area. Einen Secret Boss. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den mache, weil da kriegt man einen Charakter. Den habe ich schon bei einem anderen Spiel schon. Die Charakter sind ja so, dass man die dann behält. Bei jedem Spielstand. Und da weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde. Aber ich will einen 100% Run machen. Beziehungsweise 100% Spiel, weil One kann man das schon gar nicht mehr nennen, wahrscheinlich. So mies wie ich scheiße spiele und so. Also, Thron versuche ich auf jeden Fall alles zu bekommen und ja, da könnt ihr mir, wie gesagt, wie im zweiten Part schon erwähnt, unter die Arme greifen. Hat schon einer getan. Ja, mir unter die Arme greifen, das tut jeder sehr gern. Nein, ah shit. Hätte ich es nicht beim ersten Versuch schaffen können oder so. Ja, Klatsche, du hast auch einen an der Klatsche. No problem. Da. Dann werden wir das mal jetzt hier auch ohne Problem lösen, ne? So. Sieht doch momentan gar nicht so schlecht aus. Aber nach dem. Das Schlimme ist, nach dem Boss kommt auch noch irgendwas. Also kommt auch noch was. Also nicht denken, dass ihr irgendwie bekifft seid. Das, was jetzt hier kommt, das ist echt. Ja, es könnte dem einen oder anderen vorkommen, dass es am Crack vom Vorabend liegt. Aber das ist es, glaube ich, nicht. So. So, jetzt hier diese Missgeburten abschießen. Oh, ich treffe den ersten schon nicht. Toll! Das Dumme ist, man hat den Boss besiegt und dann muss man noch so einen Scheiß hier machen. Deine Mutter! So. Sorry. Oh! So, jetzt aber. No problem. Ja, du bist auch kein Problem.
Doch, du warst ein Problem. Okay, ganz ruhig. Sieht doch schon mal gut aus wieder. I'm moving now. Natürlich kein einziges Mal davon getroffen gerade. Ja, genau, genau, Speck, kleiner Homo, Hodenlutscher. Was sollte das denn jetzt? Here I come. Steck mit deiner Eier in den Arsch, Mario. No problem. Es wird auch kein Problem sein, dich durchzurammeln. Wie eine Hirschkuh-Königin. Ah, tut mir leid, Axel, das musste ich jetzt kopieren von dir. Das hat jetzt irgendwie, das ist mir so rausgerutscht. was ich sagen wollte, ja, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwie, irgendeine Beleidigung wollte ich rauslassen. Jetzt habe ich es vergessen, tut mir leid. Wird bestimmt noch nachgeholt. I'm moving now. Oh! Was ein verfickter Dreck! So, nochmal, komm. Aber lange halte ich das nicht mehr aus. So ein Drecks. Scheiß. Fick. Es ist nur ein dummer Wichs zusammengewichst und der soll dann ein Spiel darstellen. Ich weiß gar nicht, wer hat das Spiel gemacht? Haben das die Japaner gemacht oder waren das irgendwelche Engländer? Haben irgendwelche kranken Dings Amerikaner, die auch mal irgendwie was machen wollten und beleidigt werden wollten? Ist Dreck! Mann! Here I come. Tatsächlich keine Geduld für den Mist. No problem. Das ist nur nicht mal ein schwerer Boss. Das ist noch einer von diesen richtig popel-einfachen Bossen! Ich bumm's dich! Here I come. Ich nehme deine Oma auch noch hardcore. Lucky. Oh ja, das macht immer so richtig viel Spaß. No problem, doch, was ist wohl? Du bist ein Problem für die Menschheit und ja. Nicht für alles. Ich würde lieber gegen deinen Bruder kämpfen, das würde mehr Spaß machen. Boah, ich besieg ihn schon vorher. Jawohl. So, jetzt kommt wieder dieser Drogenscheiß. Wegen so einem Scheiß wollte ich in die Klinik, aber da habe ich gemerkt, dass es bei jedem so ist. Und dann habe ich mir gedacht, so sehr bekifft kann ich auch nicht sein. Wie ich es schon bei jedem sehe. Oh, komm. Oh, nein! So ein verfickter Scheiß! Here I come. Gotcha. Oh. Ich hab den Endgegner schon zweimal besiegt. Ich meine, das zählt ja wohl nicht zum Endgegner dazu. Sowas kann man ja nicht bringen. Und das Beste ist, sowas Lustiges kommt nochmal beim fünften Boss. Wenn ihr beim sechsten Boss. Der fünfte Boss ist ein Hurensohn. I'm moving now. Ja! Ich will dich schwängern! 10-mal hintereinander! Scheißdreck! Naja, weiter geht's. Here I come. Lucky, lucky, gotcha. So, dieser Part wird ein bisschen länger jetzt.
wie ihr seht. Es sind schon 15 Minuten vergangen. Mhm. Wenn ich diesen verfickten Scheiß jetzt mal schaffen. Verdammt! Du springst in den Punsch und bist tot? Was soll denn das? Here I come. Gotcha. So. Denk jetzt mal, bis Gelb. Sinnlos, Leute, anschreien! Nein! Verdammt! Scheiß Dreck! Was soll denn das jetzt? So. Verdammter Mist. So. Mir geht's wieder besser. Here I come. Ja, komm, Mario. Na komm! Gut. So. Jetzt mal den Hals reinigen. Okay. Es geht mir gut. Es geht mir gut, Leute. Es geht mir wunderbar. Es geht mir wirklich. Es geht mir hervorragend. So. Jetzt ganz ruhig. Immer fit bleiben. Egal mit welchen... Ekelhaft Fickmethoden er in meinen Arsch rammelt! Okay, Mario. Du willst es nicht anders. Ich steck dir jetzt sämtliche Sachen in meinen Arsch. In deinen Arsch. Was jetzt? Bringst du mich schon dazu, irgendeinen Wurm-Scheiß zu labern? So. Okay. Wir haben keine Probleme. Wir sind noch topfit. Und jetzt geht es gut. Oh, wow. Es geht mir gut, Leute. Es geht mir noch ein bisschen. Das ging mir wirklich selten besser. So, wieder der Drogenscheiß. Wenn ich da jetzt nochmal sterbe, dann ist echt... Ihr könnt euch bestimmt schon vorstellen, was dann passiert. Also was gleich passieren wird, weil ich das jetzt sowieso nicht schaffe. Weil das sich irgendein verdammter schwuler Hurensohn ausgedacht hat. Oh nein! Wie viele kommen da noch? Wie viele? Gebt's mir! Kommt! Lasst uns eine Runde bumsen! Ja genau, du springst nicht, du verdammte Hanswurst! Sticke an meiner Wichse, du Hurensohn! Komm her! Ich mach dich eiskalt! Komm her! Du hast deinen letzten Scheiße, jetzt wollte ich irgendwas Tolles sagen. Du hast den Schwanz zum letzten Mal gewedelt. Nein! Oh! Ich schrei diese ganze Scheiße hier zusammen! So! Weiter geht's! Komm. Mal bei Verstand bleiben und ganz ruhig bleiben und einfach ganz... Wir müssen ganz gechillt an die Sache rangehen, sonst wird das eh nix. Ganz gechillt. Gechillt! Gechillt! I'm moving now. I'm moving now. Fick. So. Stirb doch, du Bastard. Ich wollte gerade mal ausprobieren, ob man an der Schleife auch sterben kann. Und dann wäre der Noobi-Modus schwerer als der normale. Also in dem Sinne. Okay. Ich möchte es jetzt in dieser Minute noch schaffen, diesen Boss.
beziehungsweise die scheiß Passage nach dem Boss. Aber wieso sage ich dazu Passage? Ich weiß es nicht. Scheiße! Verdammte Mist, ich mach dich kalt! Scheiß Huren, Missgeburten, Scheißdreck! Auf dem Tablett! Scheiß!